Avatar! Know that Britannia has entered into a new age of enlightenment. Know that the time has finally come for the one true Lord of Britannia to take his place at the head of his people. Under my guidance, Britannia will flourish, and all of the people shall rejoice and pay homage to their new guardian. Know that you too shall kneel before me, Avatar. You too will soon acknowledge my authority, for I shall be your companion, your provider, and your master. Ja, hallo zu einem neuen Klassiker. Dazu möchte ich direkt noch ein paar Sachen sagen. Und zwar, ich habe ja mal die Bewertung durchgelesen und das scheint ja, ich denke mal, es ist ein ziemlich episches Game. Ich weiß nicht, also ich glaube, was ich denke, ich weiß, dieses Format wird dem Spiel nicht gerecht werden. Aber eventuell, wenn ich da reinfinde, werde ich das wahrscheinlich auch im Stream fortsetzen, das Spiel. Oh, es geht da schon wieder los. Nein, das wollen wir schon mal sehen. Ja, und ich weiß halt, was ich auch noch sagen wollte, ich weiß halt nicht, wie gesagt, ob ich da überhaupt reinfinden werde. Ich habe hier nebenbei, werde ich auf jeden Fall eine Seite mit den Controls haben, aber es ist halt wirklich alles von 1992. Ein Moment, ich habe hier einen Wikipedia-Link. Ist vom 16. April 1992, da war ich gerade mal 12 Jahre alt. Ich habe es auch nie gespielt. Ja, was kann man noch sagen? Ja, ist ein Rollenspiel. Kam damals auf DOS raus noch. Ja, scheint doch sehr gut aufgenommen worden zu sein. Ich starte es einfach mal. Ich hoffe, dass ich da einigermaßen reinfinde. Also, viel Spaß. Okay. Ich mache meistens weibliche Charaktere. Oh mein Junge, wie sieht die denn aus? Guck mal, das. Man hat die geschlossene Augen. Egal. Kann ich ein Ü schreiben? Nein. Nüdelchen. Journey onward. Und es ist halt auch auf Englisch. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich versuche vielleicht, Sachen zu übersetzen. Aber ich weiß es nicht. Okay. This... I know, this is shocking. Who could have done it? I know not. Puh, man. Also da wurde offensichtlich jemand ermordet. Da geht ein Portal auf und ich schreite hindurch. Ein großer, also ein eher großer, bekannter Mann schaut auf und sieht dich. Scheiße. Der Schock. Oh Mann, ich will das nicht alles übersetzen. The shock sight is evident from his dumbfounded expression. Quickly evolves. Evolves? Ich bin nicht sicher. Into delight. The smiles. He smiles. Oh Gott, dann noch diese gräuliche Schrift. Nüdelchen. If I did not trust the infallibility of mine own eyes, I would not believe it. Okay, er glaubt seinen Augen nicht. Also, wenn er ihn nicht trauen würde. I was just thinking myself, if only the Avatar were here.
Ich bin der Avatar. Then. Lo and behold. Das ist so ganz altes Englisch. Könnt ihr selber googeln, wenn ihr wissen wollt. Was das heißt? Who says that magic is dying? There is living proof that it is not. Most so realize, Nylischen, that it hath been 200 Britannian years since we last met. Why so hath no aged at all? Oh Gott. Was? Volo? Yolo? Dolo? Ich weiß es nicht. Er zwinkert auf jeden Fall verschwörerisch. Dann flüstert mir zu. Do you know though to the difference in the structures of time in our original homeland and that of Britannia? Ja. He resumes speaking aloud. I have aged a little, as so canst see. But of course, I have stayed here in Britannia all this time. Oh, but Avatar, wait until I tell the others. They will be happy to see thee. Welcome to Twinsic. The distraught peasant interrupts. Ich weiß nicht, wie der heißt. Dolo, Yolo. Schau her, the stables, my lord. This horrible. Das ist eindeutig ein, ja, steht ja auch peasant und bäuerlicher, widerspricht. Dolo, ich nenne ihn jetzt einfach Yolo. Wahrscheinlich heißt er Dolo, aber Yolo nods, his joy fading quickly as he is reminded of the reason he was standing there in the first place. Ah yes, our friend Peter here discovered something truly ghastly. Oder Volo vielleicht. Nicht Yolo, sondern Volo. Discovered, weiß. Ich guck gleich mal. Ghastly this morning. Take a look inside the stables. I shall accompany thee. Oh, ich mag dieses alte Englische auch, wenn ich es nicht lesen kann. Okay, all is not white in Britannia. Perhaps Lord British will know the reason behind this tremor. Okay. Yolo, nee, Volo? Dolo? Who is this stranger? Why? This is the Avatar. Wo? Ich weiß es nicht. Ja, doch, ich denke mal Volo. Oder Dolo. Ich sage es. Verdammt. Dolo proudly proclaims. Can't so believe it. May I introduce thee? This is Funigan, the town mayor. Mayor. And this is Nylischen, the Avatar. I simply cannot believe she is here. The mayor looks you up and down, not sure if he believes Dolo or not. He looks at Dolo skeptically. I swear to thee, it is the Avatar, sorry. The mayor looks at you again as if he were studying every pore on your face. Finally, he smiles. Welcome, Avatar. But just as suddenly Finnegan's face becomes stern. A horrible murder has occurred. Ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe gerade. A horrible murder has occurred. If so art truly the Avatar, perhaps so canst help us solve it. I would feel better if so takest this matter into thine hands. Ich liebe es. Ich habe auch mal hier Frankenstein auf Englisch gelesen und wenn sich das Monster da immer aufgeregt hat, hat es auch so geredet. Das ist so herrlich irgendwie. So shalt be handsomely rewarded if so dost discover the name of the killer. Dost so accept? Ja, würde ich sagen. Yes. Peter here knows something about all of this. The peasant interjects. I discovered poor Christopher and the gargoyle. Den Unamo? Ah, das muss ja. Es kann ja kein D sein, nur V sein, denn. Namo? Ja, Namo? Unamo? Ich würde sagen, oh, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Echt ärgerlich. Early this morning. The mayor continues. Hast du searched the stable? Where hast du searched the stables?
glaube, man spricht das sogar du aus. Also hast du Search the Stables. Ist sehr ähnlich im Deutschen noch, dieses alte Englisch. Das ist ziemlich nice. No, not yet. Then I suggest du lookst inside and talkst to me again. Ich weiß immer nicht, wie ich mich bewege. Also mit den Maustasten nicht. Ah, mit der rechten Maustaste. Ah. Okay, ich soll in den Stall gehen. Moment, ich sehe gerade gar nicht, wie lange ich aufgenommen habe. Okay, es sind schon 11 Minuten. Ja, rein da. Aua. Oh mein Gott, was ist da geschehen? Oh, Mörder. Ein ritueller Mord. Da sind... Was haben wir denn da? Hufeisen? Horse Show. Mal hier. Reik. Keine Ahnung. Okay, Hä? Was ist das denn? Wurde die gehäutet oder ist das irgendein Monster? Das sind auf jeden Fall Fußspuren, die aus dem Stall rausführen. Victim. Da liegt ein Schlüssel. Key. Kann ich den nehmen? Wo bin ich denn jetzt? Wo habe ich ihn nur woanders hingelegt? Ja, ich habe ihn genommen. Da liegt noch was. Was ist das? Back. Was? Gargoyle Jewelry. Das nehmen wir auch mit. Also ist das ja wohl ein Gargoyle. Body. Aber kann ich nicht die Hake da, was das ist, rausziehen? Huch. Ne, ich will ihn da stehen lassen. Oh, jetzt habe ich ihn deplatziert. Ah, ne, doch nicht. Oh, Junge. Inventar? I. Was denn? Huch. Ach, okay. Kampfmodus ein und aus. Hier speichern oder was? Oh ja. Yeah. Ich hoffe, das Spiel ist laut genug. Was ist das? Lass wir es mal so. Was ist das? Holy moly. Das ist der Schlüssel. Ah, wo ist der? Das ich hab doch so ein. Damit. Heu. Haystack. Kerzen. Lit Light Source. Ist da Blut drin? Schon etwas, Moment mal, ich muss mal ganz kurz auf die Seite gehen, die ich mir da ausgesucht habe. Da, damals gab es noch keine so Pop-Ups mit, die beschreiben, was macht und so weiter. Okay, das sieht dann nice aus. Right click to walk, versus the cursor is away from your the faster you go. Single left click to identify items, double left click to interact with items when out of combat mode. Ah, jetzt hat es einfach aufgehoben, den Eimer. Ich weiß nicht, ob ich mit dem noch irgendwas machen kann. Ich weiß nur, dass es der Victim ist. Wahrscheinlich kann ich nur den Spuren folgen. Und die hören hier auf. Reden wir mal mit dem. You see a distraught piece and art thou really the avatar. Yes. Peter bows before you, milady.
Name? Footprints. Ah, fragen wir erstmal seinen Job hier. I am the stables caretaker. Name? Peter heißt er. I am called Peter. The man sniffs. Mörder. I discovered poor Christopher and... Keine Ahnung. Inamo. Namu. Unamo. Earlier this morning. I did not touch a thing. Made me sick. It did. Da, Footprints. Was ist, ja, fragen wir nach dem Gargoyle. He worked for very little money. Did basic chores around the stables and the pub. I let him sleep in the little back room. Oh, jetzt habe ich schon was weggeklickt. He must have been in the wrong place at the wrong time. Christopher. Nice man. He made the shows for my horse. Horse hieß. Horses? Ich weiß nicht. Stables. I have worked there for years. I can sell thee a nice horse and carriage if thou dost want one. The animal and the carriage are located in a small shelter just outside the north gate of the town. Right now the place gives me the creeps. His eyes are wild with fright. Footprints. They doth lead out the back way, yes? They must be the tracks of the murderer. His eyes widen a bit more. Or murderers. carriage. The horse and the carriage combination sells for 60 gold. Dost thou want a title? Yes. Oh, so does not have enough gold to buy the title. Was? Ein Titel? Das verstehe ich gerade nicht. Wollen wir einen Job fragen, weil es immer noch da ist? Okay, das hat er schon gesagt. Jetzt können wir noch mal Stables fragen. Aber wir sagen jetzt bye. Goodbye, the man sniffs. Okay. Ich hoffe, es werden noch kürzere Folgen, hoffe ich mal. Moment, wie lange habe ich schon? 70 Minuten. So, ich würde sagen, die Untersuchung im Stall ist abgeschlossen. Ich weiß es jetzt nicht genau. Kann ich mit denen reden hier? Yes, my friend. Dolu asked. Twinsic. Was ist das? Liabe. Ich weiß es nicht. Fragen wir erstmal nach dem Mord. Ugly, is it not? From what I have heard, neither Christopher nor Inamo deserted so quickly a death. Ne, deserved. With so quickly a death. Deserted. What the fuck? So should certainly ask everyone in town about it. Okay, also ich soll jedem danach fragen. I never spoke with him. It is truly a shame. There are not many gargoyles living among the humans. This will only discourage the practice even more. Gargoyles. Since the word last in Britannia, the gargoyles have begun to integrate with the humans. Most of them live on Sotek's old island, which was renamed Terfin. However, you may see one here and there throughout the land. Okay, fragen wir mal an Christopher. I did know him. Did not know him, my lady. Okay. Leave, so heißt es wahrscheinlich. Das heißt, soll gehen aus der Party. Twinsing. Ja, jetzt will ich das nicht wissen. Bye. Was? Wir haben nur ihn dabei. Gut, ja, dann muss ich die anderen Leute auch noch fragen, so wie es aussieht. Holla, die Waldfee. Gehen wir einfach mal jetzt raus hier rein. Okay. Aber ich denke mal, hier setze ich. Mach ich das erste Folgenpäuschen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.